Soundly, Moundly, Bang, Diggly, Doggly, Leute, was geht ab? Meine Babe, die Bube, dies. Leute, heute bin ich vielleicht nicht in der passenden Montur angezogen, aber es geht heute um Hähnchenfleisch. Ich habe das Hähnchenmikrofon am Start, ich habe Colonel Sanders, Funko Poppy Pop Pop am Start und ein neues Päckchen ist auch am Start. Denn, meine Lieben, ich war wieder unterwegs auf der eBay und habe wieder Ausschau gehalten. Ich habe was Schönes gesehen, ich habe was Schönes bestellt, aber was ist da drin? Lasst uns nachsehen. Thank you. I thank you, Bro. Okay, aber was genau ist das? Und zwar ist das eine KFC-Weste. Wir haben nur ein Problem. Als ich das gekauft habe, habe ich nicht aufgepasst. Was steht da drauf? Für Ladies. Ah! Riecht sogar irgendwie weiblich, ich sag dir ehrlich. Ich weiß nicht, ob die neu oder gebraucht ist. Die war zwar eingepackt, aber die riecht nach Parfüm. Riecht nach Parfüm. Auf jeden Fall wisst ihr, was dieser schöne Spaß mich gekostet hat. Nein, ich weiß es auch nicht, aber ich blende es euch gerade ein, weil ich hab's vergessen. Aber ihr seht's gerade, das hat's gekostet. Und jetzt ist es hier. Und ohne viel zu reden, zieh mal das gute Ding straight an, komm. Ah ja, komm, zieh mal's an. Wow. Oh, oh. Ah, 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 ich hab mich fast ausgerenkt. Ah. Ah. Ich hab mich mies ausgerenkt. Ah, Bro. Fast ausgerenkt. Jetzt tut mein Arm wie miese weh. Ah. Okay, so geht's. Alter, die ist ja übel eng. Oh Mann, die ist übel eng. Das war ein richtiger Fehltritt. Jetzt verstehe ich, warum da auch dran stand. Verwurmeln alle. Digga, die ist viel zu eng. Ich fühle mich wie ein Juggernaut. Wie sieht's aus? Bro, ich habe so reingeschissen. Ich schwöre, ich habe 30 Euro dafür, glaube ich, bezahlt. Ich guck mal in den Spiegel, komm. Ich guck mal in den Spiegel. Ach du Scheiße, Digga. Bro, man denkt, das ist eine schusssichere Weste, Bro. What the fuck? Man denkt einfach schusssichere Weste. Schusssichere KFC-Weste. Auf jeden Fall, ja, die Weste ist da, ich hab sie an. Schönes Logo, ist nur leider etwas zu eng. Da habe ich 30 Euro gefettfingert, sage ich dir ehrlich. Aber kacke sieht sie nicht aus. Die sitzt halt nur enger als das Michelin-Männchen-Outfit. Aber okay, was soll ich machen? Scheiße gelaufen. Aber okay, Leute, was soll ich machen? Das ist die Weste, ich kann es nicht ändern. Auf jeden Fall würde ich sagen, war es mit dem Video kurz und knackig, heiß und fertig. Wenn es euch gefallen hat, checkt mir gerne einen Daumen und ein Abo ab, wenn ihr neu seid. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Passt auf euch auf und wir sehen uns. KFC-Weste für Frauen. Ich identifiziere mich nicht als Frau. Scheiße.